Die ersten drei Arc Edition Dinos sind offiziell im Game und es werden schon bald weitere Folgen. Diese habe ich nach Stärke gerankt und ich sage euch, der letzte ist wirklich broken. Viel Spaß euch. Da würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum und widmen uns direkt der ersten Kreatur, wo ich denke, dass die am wenigsten useful sein wird. Und das ist der Achelon. Das ist diese riesen Schildkröte hier. Sieht tatsächlich ganz cool aus, wenn er nicht gerade mit dem Kopf im Stein ist. Ich finde, sau cool gemacht. Aber die einzige Fähigkeit, die er so wie ich hat, also wovon ich weiß, ist, dass der von den Quallen nicht geschockt werden kann und die Quallen recht easy abbauen kann. Und dadurch bekommt er einen Buff wie ein Megatherium. Also der wird erst so richtig stark, wenn er so eine Qualle mal gesnackt hat. Und ich hoffe, dass wir da jetzt gleich recht schnell eine finden, damit ich euch das einmal zeigen kann. Tatsächlich ist das nicht die einzige Fähigkeit. Nämlich sehe ich gerade noch etwas. Der produziert passiv Algen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und ich weiß auch nicht, was man damit macht. Aber vielleicht können wir das herausfinden. Ich werde schon attackiert. Hilfe! Komischerweise wird man immer von Quallen erwischt, wenn man es nicht will. Aber wenn man die dann einmal sucht, findet man einfach keine. Das kann nicht wahr sein. Also was ich euch jetzt schon sagen kann, das Ding macht einfach kein Damage. Das macht so halt überhaupt kein Damage. Ich bin die ganze Zeit am Rumschwimmen und gegen die am Kämpfen. Das dauert schon eine halbe Ewigkeit. Er kriegt auch echt wenig Schaden. Er kriegt super, super wenig Schaden. Aber er macht halt auch kein Damage. Tatsächlich musste ich jetzt gerade eine 1 spawnen, weil ich keine gefunden habe. Und an denen mache ich 1100 Damage. Also da schon ein bisschen mehr. Und jetzt habe ich den Buff und jetzt mache ich 157 Damage. Also sie kann sich gut wehren, kriegt wenig Damage, hat dann mit dem Buff, der geht echt lange, der geht irgendwie 100 Sekunden oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wann es angefangen hat. Und macht damit halt ganz gut Schaden, ne? Also es ist okay. Und wenn man den Buff hat und dann eine schlägt, dann macht man richtig dicke Damage-Zahlen. Erfarmt der so krass viel mehr wie andere Sachen unter Wasser? Ich habe Farming halt extrem hoch und daher kann ich das gar nicht einschätzen. Das ist halt nur meine Singleplayer-Welt. Also ich habe jetzt gerade gegoogelt, diese Algen haben anscheinend eine doppelt so gute Zähmeffektivität wie Gemüse bei Pflanzenfressern. Das ist dann schon echt strong. Ich glaube, ich knock mal gleich irgendwas schnell aus und pack die da mal rein, nur um das mal zu testen. Nicht, dass ich irgendwie Scheiße erzähle. Und die produziert eigentlich 5 Stück alle 10 Minuten, aber unter Wasser alle 2 Minuten. Ganz kurzer Eigentest. Bronto liegt. Ich pack die da mal rein. Fehlt da irgendwas? Auf jeden Fall scheint er zu zähmen. Der bräuchte 5 Gemüse, wenn ich das richtig gesehen habe mit meinen Settings. Ja, 5 Stück. Gucken wir mal, wie es damit ist. Der hat einen gegessen und war fast fertig. Das ist wild. Bei Pflanzenfresser sind echt doof zu zähmen ohne Kibbel. Vielleicht hätte ich den nicht auf den letzten Platz packen sollen, tatsächlich. Das ist echt nicht schlecht. Der nächste, den wir am Start haben, ist der Deinotherium und tatsächlich, der ist so schon relativ stark, finde ich. Ist halt ein Bärenfarmer, könnt ihr einfach unterwegs gehen und hier ein paar Bären mitfarmen. Er farmt auch Fasern und der macht so an sich keinen schlechten Schaden und der hat mit dem C-Angriff auch noch einen Buff und damit knockt er halt auch nochmal irgendwie back. Womit er 5% weniger Damage bekommt. 5% klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber tatsächlich ist das auch auf alle Teammates. Also ihr könnt euch neben andere stellen, rumschreien und gebt allen so einen Defense-Buff. Ich denke, das könnte für Boss oder so vielleicht auch nicht schlecht sein. 5% klingt halt nicht so krass viel. Ich habe mir heute noch irgendwie ein Video angeguckt und da meinte einer 15%. Aber ich habe bisher immer nur 5% gehabt. Vielleicht haben sie das auch schon genervt oder so. Man kann halt die ganze Zeit stampfen mit dem. Und dann kann man zwischendurch auf einmal machen so einen Riesenstampfer. Mit dem Rechtsklick farmt er auch richtig gut Holz. Oh mein Gott, das wusste ich selber auch nicht. Der farmt richtig gut Holz. Außerdem hat er bei Holz auch extreme Weight Reduction. Ich habe in meinem Inventar wiegt das 255, in seinem 63. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Kollegen. Den muss ich ein bisschen tiefer ins Wasser werfen wahrscheinlich. Das ist der hier, der Helikoprion. Ist das richtig? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Hai und der hat auch irgendwie so eine Säge hier im Mund einfach. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Und der macht ganz okay Damage. Im Prinzip ein bisschen Megalodon-mäßig. Aber der hat eine andere Fähigkeit, die wahrscheinlich für viele Leute sehr, sehr nützlich sein wird. Also einmal hier normaler Biss, 138 Damage. Und hier Rechtsklick macht 200 Damage und dann... Der ist gestunt. Das ist natürlich auch not bad. Der hat sonst kein C, kein X, kein gar nichts Angriff. Ich zeige euch jetzt, was er noch drauf hat. Nämlich könnt ihr dem Hai einfach eine Waffe oder irgendwie Rüstungsteile oder was weiß ich was reinlegen, da draufklicken und den zu einem Blueprint konvertieren lassen. Ihr müsst aber wissen vorher, dass das Ganze failen kann und das failt schon öfter mal. Und dann bekommt ihr einfach gar nichts raus. Also es kann passieren, dass eure Waffe weg ist oder dass ihr einen Blueprint von der Waffe bekommt. Und das ist halt schon... ein bisschen gambeln, das Ganze. Ich habe jetzt gerade hier vor, habe ich 2 weitere Waffen reingepackt und beide Male ist die Waffe zerbrochen. Mal gucken, wie das Ganze jetzt läuft. Der Moment der Wahrheit. Wie gut ist es diesmal gelaufen? 5 Sekunden noch. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Kriege ich diesmal einen Blueprint oder nicht? Oh, es hat geklappt. Diesmal hat es geklappt. Nice. Ich habe einen Blueprint bekommen. Sonst hat er echt öfter mal reingeschissen, tatsächlich. Ich habe 2 davor gemacht und er hat einfach nur komisch gerülpst und das ist schief gegangen. Ich habe jetzt nochmal einen gemacht, nur damit er auch hört, wie sich das anhört, wenn es schief gegangen ist. Ich hoffe, dass es jetzt in die Hose geht. Wenn nicht, ist traurig. Er hat es natürlich bekommen. Ich hoffe, ich habe noch eine Aufnahme davon, wie er reingeschissen hat. Und dann, was steht da? Das Geräusch am Ende. What the fuck?
Dann haben wir hier den nächsten und ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass der bald in Ark sein wird, nämlich der Acrocanthosaurus. Wildes Ding, sehr wildes Ding, macht sehr guten Schaden, kann Knockbacken, hat so einen miesen Stomp-Angriff. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, habe ich hier irgendwas zu beißen, wo ich mal so ein bisschen Damage dran machen kann. 1000 Damage, der ist ungelevelt, das ist halt so stark. Ist natürlich ein High-Level und ist auch relativ schwierig zu zähmen, habe ich in Erinnerung. Ich glaube, man muss die irgendwie low schießen und mit Narcotics füttern oder sowas. Ey, wenn ihr wollt, dass ich euch zeige, wie man die alle zähmt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Dann mache ich da vielleicht auch noch ein Video zu. Wenn man C drückt, dann läuft das so ein bisschen seitlich und dann Knockback der andere Sachen. Also er macht dann viel weniger Damage, aber macht halt so ein bisschen Knockback. Jetzt mal kurz den Stomp-Angriff. Hier seht ihr den auch. Der dauert echt lange und der macht unnormal viel Damage. Oh mein Gott, der hat auch Cooldown. Seht ihr unten links neben dem Inventar. Aber nicht so viel Cooldown. Also echt nicht so viel Cooldown. Mit Steuerung hat er einfach so einen Schrei. Hier, falls ihr den mal sehen wollt, hier. Und der hat halt noch so einen Adrenalin-Modus und ich glaube, den kann man nur aktivieren, wenn man Damage bekommt. Ich guck mal, ob ich irgendeinen Gegner finde. Rex ist wahrscheinlich auch nicht der crazy Gegner, aber wir lassen uns mal ein bisschen beißen. So, ich habe mich jetzt echt lange beißen lassen. Ich bin auch schon relativ low gedroppt jetzt und jetzt kann ich Adrenalin-Modus aktivieren. Yo, das ist sick. What? Okay, aber ich kann irgendwie nochmal Leertaste drücken und dann kann ich das an meine Alliierten weitergeben. Also kann ich nochmal schreien und den Bonus an andere weitergeben, wenn ich low gedroppt bin? Das ist halt sick. Das ist halt richtig sick. Ja, renn mal lieber weg, ey. Keine Chance. Was ich noch gehört habe, ist, dass man die mitnehmen kann in die Bossfights. Also wenn das so ist, wäre das schon übertrieben, oder? Das wären auf jeden Fall neue Bosskiller. Aber sowas von. Und jetzt haben wir hier noch zu guter Letzt den Brachiosaurus. Und ich finde, der ist absolut broken. Es gibt nichts, was so stark ist wie dieser Brachio. Ich hoffe, dass sie ihn nerven, bevor der rauskommt. Das kann natürlich auch gut sein. Es ist crazy, was der kann. Erstmal farmtechnisch, er farmt alles. Also er farmt Holz, Stroh, Stein, Metall. Es ist komplett egal. Ihr könnt auch nochmal sehen, ich habe gerade 100 Metall bekommen. Ich habe Stroh, Holz, ich habe alles im Inventar. Ich kann auch mal zu Metal Notes hinfliegen, damit ihr seht, wie krass das eigentlich ist. So, hier sind so ein paar Metal und Crystal Notes. Guckt euch das an. Also Kristall farmt der gut, der farmt Stein gut, der farmt Metall gut, der farmt einfach alles gut. Also wirklich, es gibt nichts, was er nicht kann. Und jetzt kommen wir eigentlich zum krassesten Angriff überhaupt. Nämlich kann er sich auf zwei Beine stellen. Und wenn er das macht, kann er sich so gesehen auf die Gegner fallen lassen. Und dabei extrem viel Schaden machen. Also zumindest war es früher über OP. Ich hoffe, dass es jetzt immer noch so ist, weil sonst habe ich gelogen. 10.000 Damage. Und das hat sogar so ein AOE. Das trifft gefühlt einfach alles. Die Cooldown ist halt schon relativ hoch, ne? Ihr könnt das nicht so nacheinander machen. Aber trotzdem, der Damage ist halt unreal. Also wenn ihr das mit mehreren macht auf irgendwas Großes, sofort tot. Und ich habe noch nicht einmal Damage geskillt oder so. Das kommt auch noch dazu. Mit Leertaste kann man so einen Modus wechseln zwischen Battle Mode und Harvest Mode. Aber ich habe jetzt nicht so richtig gesehen, was da der große Unterschied sein soll. Ja, okay, er harvestet halt gar nichts im Kampf dann, wenn ihr den Battle Mode aktiviert. Aber sonst stampft er eigentlich genauso schnell, wenn er harvestet. Glaube ich. Jetzt kommt noch das größte Ding, was ich noch gar nicht getestet habe, aber gelesen habe, ist, dass der mit seinem Schrei alles vieren kann. Komplett alles. Und das werden wir jetzt auch mal testen. Steuerung ist der Schrei. Hallo, habt ihr alle Angst oder so? Es haben tatsächlich alle Angst. Es haben tatsächlich alle Angst. Und das soll sogar bei Gigas gehen. Also, nächster Test. Ich spawn Giga ein. Wir gucken, ob das auch beim Giga klappt. Okay, ich habe ihn mal eingespawnt. Der wird mich absolut auseinandernehmen, aber ich will einfach nur gucken, ob ich ihn vieren kann. Steuerung ist gedrückt. Er rennt. Oder? Rennt er? Ja, er rennt. Er rennt absolut. Giga zieht durch. Der hat so Schiss. Ja, ja, will ich auch rennen vor dem Brachio, ehrlich. Ah, jetzt kommt er, glaube ich, wieder. Ich glaube, das war es schon wieder. Nee, er hat immer noch Angst. Das geht echt relativ lang, ne? Das waren dann auch schon alle Ark Edition Dinos, die es im Moment in Arsa gibt. Ich bin sehr gespannt, ob die noch genervt werden. Ich hoffe, der Brachio wird ein bisschen genervt, weil der ist schon crazy stark. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder und tschüss!